Hallo liebe Wanderfreunde auf meinem Kanal Saschas Wanderblog. Heute bin ich mal bei Winterberg unterwegs, in der Nähe vom Bikepark. Das ist ein Parkplatz, da bin ich gestartet und gehe mal auf eine selbstgeplanten Wanderung hier bei Winterberg und bin mal gespannt, wie die so ist. Und ja, zuerst will ich mal zum Kahlen Asten hoch und dann mal sehen, wie es weitergeht. Wenn euch die Tour interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Ja, wie gesagt, gestartet habe ich die Tour am Parkplatz, am Bikepark bei Winterberg. Und von dem Parkplatz aus kann man sich dann am Rothaarsteig orientieren, der dann am Biathlongelände vorbeiführt, in Richtung Kahler Asten. Ja, leider falsch abgebogen. Bin jetzt wieder zurück auf den Parkplatz. Und ja, ich will jetzt zum Kahlen Asten hoch. Also das heißt, wir verlassen hier den Rothaarsteig und folgen dem Schild zum Kahlen Asten hoch. Und ja, wäre ein schöner Weg gewesen, aber leider der falsche. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also weiter zum Kahlen Asten. Ja, die Sonne kommt raus. Wunderbar, ich hoffe, das bleibt so. Ja, wie ihr sicher schon gemerkt habt, bin ich heute leider ohne meine Hunde unterwegs. Das liegt daran, dass ich jemanden zum Bikepark gebracht habe hier und habe gedacht, die Gelegenheit nutze ich dann mal und gehe mal eine kleine Runde wandern. Und ja, das Auto war einfach zu voll für die Hunde. Thank you.
Karsten. Das ist das höchste Naturschutzgebiet hier in Nordrhein-Westfalen. Karl-Asten ist ja auch der höchste Erhebung hier in Nordrhein-Westfalen. Und ja, wie man sieht, hat man hier ein wunderschönes Panorama. Und jetzt gehen wir wieder runter ins Tal. Irgendwo soll es noch durch irgendeine Schlucht gehen. Mal gespannt, ob ich die finde. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann bleibt doch einfach dran. Bis später. Ciao, ciao. Da habe ich mich ein bisschen vertan, das war keine Schlucht, sondern das war dieser Brückenpfad. Aber nichtsdestotrotz, er war wunderschön. Also wirklich zu empfehlen, ganz interessant. Dieser Brückenpfad führt direkt über einen Bach drüber und rechts und links sind lauter kleine Bächlein. So wirklich interessant und zu empfehlen. Thank you.
Ja Leute, nach ca. 10 Kilometern und 240 Höhenmeter waren es, glaube ich, insgesamt. Bin mir gar nicht ganz sicher. Seht ihr ja nachher in meinen technischen Daten. Und ja, also mir hat die Tour gut gefallen. Waren sehr viele breite Forstwege zwar, aber was die Tour diesmal ausgemacht hat, war einfach die Landschaft. Die ist einfach herrlich. Und vom kahlen Asten oben runter, die Ausblicke. Dann ein Highlight war natürlich dieser Brückenpfad, wo ich am Anfang dachte, dass es eine Schlucht ist. War aber gar keine, sondern es war dieser Brückenpfad. Und ja, natürlich der Mountainbike Park hier in Minderberg, das ist schon interessant, wie die Jungs da, was sie alles so mit den Fahrrädern anstellen und ja, wirklich toll. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wo es hingehen wird, weiß ich noch nicht. In diesem Sinne, frisch auf, euer Sascha.